Warum führt Gott uns krumme Wege? Fürchtet euch nicht. Es ist ein Befehl. Es ist Gottes Wille. Das letzte Wort, auch in deinem Leben, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also, Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzung. Gottes Treue ist sichtbar. Gott führt uns durch unsere Wüsten. Und viertens, Gottes Ehre in unserer Not. Natürlich stellen wir uns die Frage, warum führt Gott uns krumme Wege? Muss das sein, Herr? Bei aller Aufregung damals in Israel, die mit dem Aufbruch dieser Menschenmengen zusammenhing, schien in der Summe alles in Ordnung zu sein. Ägypten lag hinter ihnen, Umweg okay, aber immerhin war Gott mit seiner Treue in Form des Josefs und seiner Gebeine bei ihnen und die Gegenwart Gottes war sichtbar durch Feuer und Rauch. Aber dann geschah etwas Weiteres. Gott redet wieder. Kapitel 14. Der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren. Sie waren schon auf dem Weg in die Freiheit. Alles soweit okay. Und nun sagt Gott, kehrt um, so dass, in meinen Worten, vor euch die Wüste liegt und hinter euch das Meer. Und an dem Ort sollt ihr euch lagern. Mit anderen Worten, das ist fast nicht zu begreifen. Gott führt sie in eine Sackgasse. Umgeben von Wüste, im Rücken das Meer. Warum macht Gott das? Warum führt er sie an einen aus militärischer Sicht überhaupt keinen Sinn machenden Ort? Warum führt Gott, das ist ja die Frage, die jetzt übertragen auch auf dein Leben im Raum steht, warum führt Gott dich in diese Not? Was sind seine Absichten? Was ist seine Motivation? Wir lassen Gott selbst die Antwort geben. Was sagt er denn? In Vers 4. Warum macht er das? Nachdem er ihnen sagte, ihr sollt umkehren. Er sagt einfach, ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Bitte versteht dies nicht als eine Floskel, die leichtfertig dahin gesagt wird, sondern verstehe dies als die unumstößliche Wahrheit des ewig gültigen Wortes Gottes, der uns in Römer 8 sagt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist die Diagnose und auch die Bestandsaufnahme unseres Herrn. Er führt seine Kinder durch Nöte, die wir nicht begreifen, um sich selbst zu verherrlichen. Jetzt sagst du, da kriege ich aber Bauchschmerzen. Was ist das für ein Gott,
der um seiner eigenen Ehre willen mich durch diese Wüste führt. Nun, Gott ist kein sündhaftes, egoistisches Wesen, das seinen Stolz um alles in der Welt befriedigt sehen will. Denn während Gott dabei ist, dich durch diese Wüste zu führen, dürfen wir nicht vergessen, dass er gerade dabei ist, dich zu retten. Seine Absicht ist das Wohl seiner Kinder. Lasst uns ihm nicht in die Schuhe schieben, dass er dabei ist, uns zerstören zu wollen, uns erniedrigen zu wollen und uns negativ beherrschen zu wollen, sondern lasst uns doch den Blick darauf richten, dass er dabei ist, die größte Rettungstat, die dieser Planet gesehen hat, zu bewerkstelligen hier am Volk Israel und letztlich auch durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Verstehen wir das? Gott hat Gutes im Sinn. Gott ist für dich. Und er lässt dich nicht irgendwo in der Wüste allein und lässt dich verdursten. Und so schuf er, und übrigens, durch diese Rettungstat, das ist ja das Herrliche, wird sein Name dann groß und verherrlicht. Und so schuf er eine Falle, das ist ja jetzt hier, da geht es ja weiter. Das ist es ja. Wir haben ja nicht den Überblick. Auch du in deiner Lage nicht. Du hast ja nicht den Überblick. Aber Gott ist dabei zu wirken. Und so schuf er eine Falle für die Ägypter. Eine ganz, ganz clevere Falle. Sie sollten den Eindruck gewinnen, als hätte Israel sich verirrt. Vers 3. Der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Ja, es sollte aussehen, als hätten sie ihr Navigationssystem verloren, als hätten die Satelliten Störsignale gesandt und die Feuersäule weiß auch nicht mehr wohin und die Wolkensäule. Und nun haben sie sich da halt in diese Situation begeben und das machte den Pharao stark, übermütig und er sattelte die Pferde. So handelt Gott häufig. Oft sieht es nach Niederlage aus, aber das letzte Wort, auch in deinem Leben, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. So war es auch mit Jesus am Kreuz. Für Satan muss es ausgesehen haben, als wäre es der größte Triumphzug überhaupt. Für Satan muss es ausgesehen haben, als wüsste Jesus nicht den Weg und als würde er wie Israel in der Wüste umherirren. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde, lebte ein sündloses Leben, alles richtig gemacht, aber als die Hölle alle Register zog und sich gegen unseren Herrn erhob, da dachte der Teufel, er hätte ihn, den Herrn Jesus, in eine Falle gelockt. Christus starb, Satan wollte schon triumphieren, doch der Tod unseres Herrn am Kreuz war keine Niederlage, sondern der größte Sieg aller Zeiten. Durch seinen Tod, was zuerst aussah wie eine Niederlage, hat er ermöglicht, dass er für uns ein stellvertretendes Opfer wurde, sodass die, die an ihn glauben, mit all ihrer Schuld zu ihm kommen können, auf dass er ihnen vergibt und die ewige Strafe des Zornes Gottes und die ewige Trennung von Gott und die Hölle, die auf uns alle wartet, nicht über uns hereinbricht, sondern Christus für uns die Strafe bezahlt hat. Er wurde begraben, er blieb nicht im Grab, sondern er ist, wumm, auferstanden. Und jetzt, was macht er? Er lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von wo aus wir ihn erwarten. Aber am Kreuzigungsmorgen sah es aus, als wäre alles verloren. Doch es war der größte Triumphzug der Weltgeschichte. Die Bibel sagt, Jesus hat die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Es war ein Triumphzug. Ein Triumphzug. Warum führt er Israel zurück? Um ihn zu schaden? Nein. Um seine Herrlichkeit zu zeigen und um über die Ägypter endgültig
zu triumphieren. Und dann fünftens, Gott wird für euch kämpfen. Der Pharao machte sich dann auf den Weg, wir haben es gelesen. Er spannte, Vers 6, seine Wagen an, er nahm Kriegsvolk mit sich, 600 Streitwagen. So, Vers 9, jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen, Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht, und sie erreichten das Volk aus der Ferne. Was taten die? Als der Pharao, Vers 10, nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn, wer will es ihnen verübeln? Sie waren in einer aussichtslosen Lage, gefangen zwischen Armee und Meer. Doch statt zu Gott zu blicken, schauten sie sich die Feinde an. Und wenn wir uns die Feinde ansehen, dann bekommen wir Angst. Klar, logisch, irgendwie menschlich nachvollziehbar, aber andererseits auch irgendwie traurig. Also sind wir. So bin ich. Du vielleicht auch. Schaust zu der Macht des Feindes, der bösen Umstände. So ist das in der Not. Wir blicken zum Feind und nicht zu Gott. Deswegen ist es gut, wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, wie auch heute Morgen, damit wir wieder zu Gott blicken. Damit wir wieder zu Gott blicken. In deiner Krankheitsdiagnose, blick zu Gott. In der Frage der Bedrückung, blicke zu Gott. In der Pandemie, blicke zu Gott. In den Wirtschaftsfragen, blicke zu Gott. In deinen Beziehungsproblemen, familiären Nöten, blicke zu Gott. Nicht zum Feind. Wie schnell blicken wir zum Feind? Obwohl, und das tat Israel ja auch, sie wussten, wie groß ihr Gott ist, wie viel stärker er ist. Hatte er es nicht schon bewiesen, all die letzten Monate und Jahre? Hatte er sie nicht durch die Plagen hindurchgeführt? Hatte er nicht das Herz des Pharao so sehr unter Druck gesetzt, als dass er dann endlich gesagt hat, ihr sollt gehen? Hatte er nicht ihre Erstgeburt bewahrt durch das Versorgen mit einem Opferlamm, dessen Blut sie rettete vor dem Tod? War er nicht mit ihnen? Absolut, er war mit ihnen. Er war mit ihnen. Sie wussten es und sie wussten es doch nicht. Genau wie du. Genau wie ich. Alles scheint so weit weg. So ist das auf dem Weg mit dem Herrn. So geht's uns, so geht's uns. Der Teufel ist hinter uns her. Der Böse, die Bedrängnis, das Leid. Er will uns Angst machen. Er will dir Angst machen. Er will, dass du nicht zu Gott blickst, sondern zu ihm. Er will dich vom Weg abbringen. Er möchte, dass du aufgibst. Er möchte, dass du sagst, ich will zurück nach Ägypten. Das ist, was er will. Denn der Pharao hatte ja durch Israel plötzlich viele seiner Sklaven verloren. Wer soll denn die Infrastruktur aufrechterhalten? Der merkte plötzlich, dass ihm ja Gewinn entgeht. Und wir waren auch einst Diener des Teufels. Und der will uns nicht einfach so gehen lassen. Deswegen ficht er uns an. Deswegen bedrängt er dich und lullt dir vor, dass in Ägypten doch alles besser ist. Du sollst doch umdrehen. Die Sünde ist doch schöner. Ist doch irgendwie netter. Und da mit dieser versprengten Schar von Verrückten, die da noch einen Sarg durch die Wüste tragen, mitzulaufen, nee, dem Spott will ich mich nicht aussetzen. Ja, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und Jesus hat gesagt, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Es ist ein Raubzug des Teufels. Was sollen wir tun, wenn er uns nachjagt? Wir sollen nicht tun, was die Israeliten taten. Vers 10, da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Das war kein Glaubensschrei, sondern ein ängstlicher Ruf um Rettung. Und dass dies kein Glaubensschrei war, macht deutlich, was dann in Vers 11 zu lesen ist. Sie wandten sich gegen ihren Propheten, sie beschuldigten ihren geistlichen Leitern. Sie sagten zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben?
Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Mit anderen Worten, Mose, wir wussten das. Wir waren schon vorher ziemlich schlau. Hinterher wissen es ja sowieso alle besser. Und ganz schlimm ist ihre Bereitschaft, zurück in die Sklaverei zu gehen. Ihre Bereitschaft, zurück in die Sklaverei zu gehen. Geh nicht zurück, Bruder. Geh nicht zurück, Schwester. Lass dich nicht abbringen. Auch wenn der Weg schwer ist. Vers 12, haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, sagten sie zu Mose. Lass uns in Ruhe, haben wir dir doch schon in Ägypten gesagt. Wir wollen den Ägyptern dienen. Dann wäre es für uns besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. So denken wir auch oft. Aber Mose erinnerte sich, was zu tun ist, wenn man zwischen Wüste und Meer gefangen ist. Er, Vers 13, sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Das ist ein prophetisches Wort. Merken wir die Kraft dieser Worte? Merken wir das Gewicht dieser Botschaft? Merken wir, wie das in unsere Herzen eindringt? Und wir merken, ja, das ist der bessere Weg, in unserer Not zu handeln. Fürchtet euch nicht, sagt er. Das ist nicht eine liebe Bitte. Fürchtet euch doch nicht. Oh bitte, fürchtet euch nicht. Es ist ein Imperativ. Fürchtet euch nicht. Es ist ein Befehl. Es ist Gottes Wille. Er möchte nicht, dass du vor Angst erstarrst. Er möchte der Furcht keinen Raum geben, sondern er sagt, fürchte dich nicht. Und dann, was sie stattdessen tun sollen, ist, wie er sagt, festzustehen und ruhig zu warten. Zu warten und zu sehen, was Gott tut. Und manchmal sind wir ja in so einem Klammergriff, dass wir auch gar nichts anderes mehr können. Aber manchmal ist der Griff noch nicht so fest und wir meinen, wir müssten selbst aktiv werden, so als Soldat Christi. Da ist das Marschieren einfacher, etwas tun, in Bewegung sein, aber doch nicht feststehen. Wir wollen lieber weglaufen, die Dinge auf eigene Faust regeln. Aber Gott ordnet hier an, steht fest. Das ist eine innere Festigkeit. Das bedeutet nicht, dass sie nicht auch organisieren mussten und sich sammeln mussten und auch Dinge vorbereiten mussten. Aber das mit einem festen Herzen, mit der Gewissheit, der Gott, der uns bis hierher gebracht hat, wird uns nicht in die Hände dieses Despoten überlassen, sondern er hat einen guten Weg mit mir, er hat einen guten Weg mit uns, auch wenn es ein Umweg ist, auch wenn wir jetzt umkehren sollten, auch wenn wir menschlich gesehen keinen Ausweg mehr sehen, auch wenn Ägypten uns lockt und wir versucht sind, wieder zurückzugehen, bleiben wir fest. Wir vertrauen auf unseren Herrn, wir glauben, dass er einen guten Weg hat. Wir sehen die Rettung des Herrn, wir warten darauf, dass er sich uns offenbart und er wird, so wie Josef fest geglaubt hat, dass das Wort des Herrn in Erfüllung geht, auch diesmal uns nicht verlassen, sondern er wird uns durchführen, er wird uns durchbringen. Glaub das, mein Bruder, glaub das, meine Schwester. Halte fest an den Zusagen des Herrn. Fürchte dich nicht. Es gibt keinen Grund zur Furcht, sondern werde still und warte. Warum? Weil der Herr
für euch kämpfen wird. Boah, er wird sein Haupt erheben. Und er ist es auch, der am Ende Gericht sprechen wird über all die Boshaften dieser Welt, die all das Leid in diesen Tagen über die Menschen bringen. Er wird sein Haupt erheben. Er wird für sein Volk streiten. Er wird uns retten. Und wir werden bei ihm sein in Ewigkeit und das Ziel mit seiner Hilfe erreichen. Glaub das. Ich will es auch glauben. Amen. In den letzten beiden Sendungen haben wir über den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten gesprochen. Dabei haben wir gesehen, dass Gott sie nicht auf dem direkten Weg in das verheißene Land führte, sondern einen Umweg mit ihnen ging. Tja, Pastor Wegert, kannst du das noch mal mit uns kurz rekapitulieren? Warum dieser Umweg? Warum tat Gott das? Ja, Christian hat ja in seiner Predigt den Satz erwähnt, Gottes Umwege sind besser als unsere Abkürzungen. Wir erinnern uns, Andi, dass, wenn wir die Landkarte vor Augen haben, die Halbinsel Sinai, dass Israel von Ägypten ja auf direktestem und kürzestem Wege an der Küste entlang in Richtung Kanaan, sprich heutiges Israel, hätte ziehen können. Mhm. Aber Gott hat sie südwärts durch die Wüste einen langen, jahrelangen Umweg also geführt, jahrzehntelangen Umweg geführt. Und da kam bei den Israeliten natürlich die Frage auf, warum, 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 warum? Ja, Gott weiß warum. Mhm. Und so ist das auch in unserem Leben. Wir wissen es nicht, aber Gott weiß es. Ja. Ja, gerade auf diesen Wegen dürfen wir dann auch uns an Gottes Treue erinnern. Woran sehen wir Gottes Treue in unserem Predigttext und wie ist er auf uns anwendbar? Ja, gerade in Anbindung das, was deine erste Frage also betraf. Gott ist treu, indem er uns höhere Wege führt, als wir sie uns denken können. Mhm. Wir suchen den einfachen Weg. Wir suchen die einfache Antwort und das, was vor Augen ist. Und dann glauben wir, das ist gut für uns. Aber Gott geht höhere Wege und er hat höhere Gedanken mit uns. Und das verstehen wir manchmal nicht. Aber wir dürfen glauben, dass er sich selbst treu bleibt. Wie heißt es denn? Gott ist treu. Auch wenn wir untreu werden. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue ist Bestandteil seines unabänderlichen, ewigen Wesens. Treu, treu, treu. Gott ist treu. Mhm. Ja, nur dann haben wir auch von einer interessanten Wendung gehört. Als das Volk Israel auf dem Weg war, sagte Gott ihnen plötzlich, U-Turn, dass sie umkehren sollten. Ja. Das brachte sie in eine schwierige Lage, aber Gott tat das um seiner Ehre willen. So hat das Christian in der Predigt ausgedrückt. Inwiefern war das so und war das eigentlich nicht unfair, dass sie so umkehren sollten? Ja, du meinst, Gott spielt mit ihnen Katze und Maus, hätte ich fast gesagt. Ja, nein, das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Das unterstreicht das Ganze nochmal. Gott hat Israel geboten, umzukehren. Und dahinter steckte ja eine göttliche Strategie. Und das hieß für Pharao, aha, Israel wollte abhauen und jetzt wissen sie nicht weiter beim Roten Meer. Und jetzt kehren sie um und irren in der Wüste umher. Zack, sagt der Pharao, das ist meine Chance. Jetzt rüsten wir auf und jagen hinter ihnen her. Sie sind gefangen. Und diese Gedanken sind nur in sein Herz gekommen, weil Gott Israel umkehren ließ. Also Gott war, lass mich das mal so sagen, Gott war clever und hat den feindlichen Pharao
ausgetrickst zum Wohle Israels und zur Ehre seines heiligen Namens. Und dann hat er ja nachher das große Wunder getan, das Meer teilte sich, Israel ging durch und Pharao saß in der Falle. Entschuldige, wenn ich das so ein bisschen jetzt ein bisschen humorvoll oder gar zynisch also sage, aber wir wissen, Pharao steht für Feindschaft gegen Gott und das lässt Gott sich nicht gefallen. Ja, im fünften und letzten Punkt ging es dann darum, dass Gott für sein Volk kämpfen wird. Woran sehen wir das in der Situation der Israeliten dort in der Wüste? Und kann man das auch auf uns heute übertragen? Wo kämpft Gott für uns noch als sein Volk heute? Ja, generell, deine Fragen, die gehen alle ineinander über und vertiefen sich an die. Das finde ich ganz toll. In 2. Mose 14, in dem Text, der Predigt zugrunde lag, da heißt es ja, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Gott kämpft für sein Volk. Gott kämpft für dich und Gott kämpft für mich. Mhm. Und wir schauen zu, was Gott in seiner Macht und Herrlichkeit tut. Wir haben Verantwortung, wir tun, was wir können. Aber den entscheidenden Punkt, den macht Gott in deinem, in meinem und auch in Ihrem Leben, liebe Zuschauer, vergessen Sie es nicht. Gott ist treu, auch wenn er Sie Umwege führt. Es sind immer gute Wege.